Ein Holzvollernter im Einsatz in einem Fichtenforst. Wald in Deutschland ist Wirtschaftsraum und Wirtschaftsfaktor. Von hier kommt Holz, das unter anderem für Bauholz, Möbel, für Alltagsgegenstände und zum Heizen verwendet wird. Nachgefragt ist vor allem Nadelholz wie Fichte, Tanne, Kiefer. Rund 75% des Holzeinschlags in deutschen Wäldern entfällt auf diese schnell nachwachsenden Hölzer. Wir befinden uns im Forstbetrieb des Fürsten von Hohenzollern in der Nähe von Sigmaringen. Raimund Friedrichs ist Betriebsleiter der Fürstlichen Forstdienste. Die Unternehmensgruppe Hohenzollern ist einer der größten Waldbesitzer und Holzproduzenten in Deutschland. Wir erzeugen eines der intelligentesten Produkte, das der Mensch benutzt, das Holz. Und Holz ist gesucht, Holz ist auch knapp. Deutschland importiert 6 Millionen Kubikmeter Holz jedes Jahr, weil wir zu wenig Holz in unseren Wäldern haben. Und dieses Produkt ist knapp und gut bezahlt. Und deshalb kann man als Förster, ja, man kann Positives tun, man kann Ökologisches umsetzen und trotzdem damit Geld verdienen. Die wirtschaftliche Bedeutung von Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und aller nachgelagerten Wirtschaftsbereiche ist enorm. Dazu zählen zum Beispiel Möbelindustrie, Zimmerei, Holz- und Zellstofferzeugung, aber auch Druck- und Verlagsgewerbe. Mehr als 126.000 Unternehmen erwirtschaften mit ca. 1,1 Millionen Beschäftigten einen Gesamtumsatz von 177,3 Milliarden Euro. Damit arbeiten mehr Menschen in Forst- und Holzwirtschaft als zum Beispiel in der Automobilindustrie. Doch Naturschützer sehen die Bewirtschaftung der Wälder kritisch. Einer der Hauptkritikpunkte: In einem bewirtschafteten Wald gibt es nicht den Artenreichtum, den ein nicht bewirtschafteter Wald zu bieten hat. Doch hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Raimund Friedrichs widerspricht. Wenn wir in unseren Wäldern den Artenreichtum erfassen, dann wird es eine Überraschung geben. Dann haben wir viel mehr Arten und auch viel mehr seltene Arten, als man bisher weiß. Dort, wo man das getan hat, wo man es konkret untersucht hat, kam man genau zu diesen Ergebnissen, dass bewirtschaftete Wälder eine höhere Artenvielfalt und eine höhere Biodiversität haben als stillgelegte Flächen, die angrenzen. Trotzdem bleibt die Forderung nach ungenutzten Waldflächen bestehen. Hier hat Deutschland sich zu Folgendem verpflichtet. Bis 2020 sollen 5% der Wälder insgesamt und 10% der öffentlichen Wälder frei von wirtschaftlicher Nutzung sein. Auch bei dieser Frage gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Während Naturschutzverbände weitere ungenutzte Flächen fordern, ist laut Raimund Friedrichs das Ziel von 5% längst erreicht. Es ist also nachgewiesen, dass über 5% der deutschen Wälder stillgelegt sind und nicht bewirtschaftet werden. Aber was wir mit reinrechnen, und diese Flächen haben wir in unserem Betrieb auch, das sind Waldflächen, die zwar nicht unter Schutz stehen, die haben keinen offiziellen Schutzstatus, aber sie werden de facto nicht bewirtschaftet, weil es zum Beispiel nasse Standorte sind, Moorstandorte sind oder es sind extreme Steillagen, wo sich das Wirtschaften gar nicht lohnt. Und diese Wälder haben zwar keinen offiziellen Schutzstatus, aber deshalb werden sie trotzdem nicht bewirtschaftet. Und diese Flächen muss man deshalb auch mit reinrechnen. Und dann haben wir längst die 5% überschritten. Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Man kann aus einem Wald nicht mehr Holz herausschlagen, als auch wieder nachwachsen kann. Dieser Maxime ist auch Raimund Friedrichs verpflichtet. Er plädiert für einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen. Wir brauchen ein ausgewogenes Gleichgewicht. Wir dürfen die Fichte und die Nadelhölzer nicht verteufeln, weil wir sie brauchen. Und deshalb sollten wir anders damit umgehen und sollten schauen, wie sollen wir diese Wälder umbauen und anders bewirtschaften, dass die Fichte ihren Platz behält und die Nadelhölzer ihren Platz behalten, aber dass den anderen Ansprüchen an den Wald auch Genüge getan wird. Und genau auf diesem Wege sind wir. Wald ist mehr als ein Ort zur Erzeugung von Rohstoffen. Darüber dürfte Einigkeit bestehen. Doch immer wieder scheinen wirtschaftliche Interessen mit dem Schutz des Ökosystems Wald unvereinbar zu sein.